Mit einem der schönsten Routen-Themes von dem ganzen Spiel begrüße ich euch mal herzlich zurück zu Let's Play Pokémon Weiß Together. Wir sind hier auf Route 10. Ich bin mir nicht sicher, ob wir großartig weiter gekommen sind, aber ich weiß auf jeden Fall, dass hier irgendwo ein Sharing-Kampf ist oder war. Ich würde es allerdings zuallererst mal... haben wir noch ein bisschen Schutz? Ja, haben wir noch. Ach, der wirkt noch, okay. Weil ich würde mal schauen, ob wir dort schon alles gemacht haben. Ah, ein Putzsassa. Davon habe ich ja ein Shiny. Naja, Renekton ist ja mittlerweile auch ein Radigator. Das ist ebenfalls ein Putzsassa. Ebenfalls ab. Das ist einfach so ein wildes Pokémon. Ein Geronimatz. Das ist einfach so kommen, weil unser Renekton ein bisschen unterlevelt ist hier. Irgendwie. So, das war jetzt ein echter Hypertrank. Den würde ich jetzt gerne noch verhauen. Haha, ich bin auf dem Weg zur Siegerstraße. Mein Hobby ist es, andere Trainer in die Knie zu zwingen. Der Schwarzgurt Eduard. Oh mein Gott, das ist Eduard Laser. Aber das ist unmöglich. Und ja, ich weiß, unmöglich ist sein zweiter Vorname. Und mit Renekton will ich jetzt nicht unbedingt gegen einen Karadonis kämpfen. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber das tut normal nicht gut. Genau wegen solchen Sachen. Das hätte Renekton nämlich jetzt ziemlich wehgetan. So, du kriegst jetzt erstmal einen Donner. Ich weiß, dass du Robustheit hast und das sowieso überleben wirst. Oh, du überlebst ja sogar ohne. Immer am besten noch ein Donner. Sicher ist sicher. Oh, Renekton erreicht aber auch Level 41. Die Teilerfahrung hat gereicht. Jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof. Ja. Eduard Laser ist schwer vom Begriff. Petri. Doch mal. Tut mir leid, mein kleiner Bruder ist gerade reingekommen, weil er unbedingt eine Maus haben wollte. Mal schauen, wo war ich gerade genau. Hier haben wir noch einen Funkelstein. Der funkelt so schön. Mein Schutz wirkt nicht mehr, genau rechtzeitig. Die Siegerstraße. Lass mich prüfen, ob ich die Befähigung habe, weiter aufzusteigen. Ja, ja. Mach durch. Ein Strepuli, das freut mich. Weil du kriegst jetzt gleich mal eine super effective mit No-Item geboostete Akrobatik in die Fresse. Reicht sogar fast für ein Level-Up. Gegen Selimantur will ich jetzt aber nicht drin bleiben. Wen schmeißen wir da jetzt rein? Ah, wobei, Petri bleibt drin. Wir haben ja hier noch... Wobei, ich glaube, Antikraft könnte hier sogar relativ gut sein. Schließlich hat das Viech kaum Spezialverteidigung. Steinhagel, der könnte wehtun. Da zieht mir auch mehr als die Hälfte ab. Gut, dann gibt es jetzt noch ein Feuerodem hinterher. Sollte ausreichen. Das
1474 EP und Level 41 für Petri. So. Jetzt brauche ich aber mal ein paar Heil-Items. Ich habe da noch ein bisschen Kumu-Milch, oder? Dann wollen wir doch mal mit der Eistüte vorne weitermachen. Mal schauen, was die jetzt so reißt. Ich bin beeindruckt, dass du es bis hierher geschafft hast. Da muss ich dir wirklich Respekt zollen. Hier, das ist für dich. Ein Fensterstein. Braucht man zwar nicht, aber egal. Das ist ein Fensterstein. Dabei handelt es sich um ein Item, mit dem man ganz bestimmte Pokémon entwickeln kann. Ich habe einen solchen Stein auf ein Lichtlein gewendet, das ich beim Turm des Himmels gefangen habe. Ja, wenn es jetzt noch Laternecto gefangen gesagt hätte, hätte es sogar noch Sinn gemacht. So, der Brüller, TM5. So, jetzt ist die Frage, haben wir Sharon schon besiegt? Sieht aber so aus, ja. Hat es der Koto tatsächlich geschafft, ihn zu besiegen? Ich frage mich, wie viele Versuche er gebraucht hat. Hey du, meine Pokémon sind echt klasse. Hier, sieh sie dir nur mal an. Oh, was hast du denn? Ein Kronjuwel, ja, das passt ja perfekt. Ein Frühlingskronjuwel. Moment, wir haben gerade Oktober. Oktober ist in diesem Spiel ein Sommermonat. Oder ist das nicht sogar ein Sommerkronjuwel? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, ich glaube, das ist sogar Sommer. Frühling würde ein bisschen anders aussehen. Ein Apoqualib, ja, da möchte ich wechseln, weil da kann die Eistüte nichts gegen machen. Dann schicken wir Renekton jetzt rein. Und dann gibt es einen Knirscher. Für Renekton. Der jetzt allerdings nichts mehr bringt. Hier haben wir noch eine Top-Genesung. Können wir jetzt gut brauchen, nachdem wir jetzt auf die Siegerstraße kommen. So, was haben wir hier noch für einen Ast-Trainer? Ich habe schon viele Trainer gesehen. Du hast dieses gewisse Etwas, das ich sonst nur bei starken Trainern spüre. Das ist sogar ein Veteran. Spiridon? Keine Ahnung, wie man den Namen aussprechen soll. Wer hat sich den ausgedacht? War bestimmt Malte oder Jerome, auch wenn die eigentlich nur bei Blizzard programmieren, aber egal. Kann ja sein, dass sie sich auch die Namen in Pokémon Schwarz und Weiß ausgedacht haben. Das Fisch hält doch ein bisschen mehr aus, als ich dachte. Ist ja auch nur zwei Level unter uns. Ist ja nicht so, dass wie in den anderen Spielen, dass man sich nach einer Zeit gnadenlos überlevelt hat. Und Steinhagel kann er auch noch. Na super. Jetzt einfach nur hoffen, dass der keine Wasserdüse kann. Na, immerhin. So, ist dafür jetzt wenigstens ein Level-Up drin? Ja, immerhin. Level 42 für die Eistüte. Und sie versucht Hagelsturm zu lernen. Ja, einen Eissturm brauchen wir jetzt nicht mehr. Muss ich mal so sagen, wie es ist. Da können wir auch mal einen Hagelsturm mit reinnehmen. Vor allem können wir ihm dann später noch Blizzard beibringen. Ein Cavalanthas. Ich habe jetzt... Wir haben keine Pokémon mit Feuerattacken dabei. Okay, dann müssen wir den irgendwie so tot kriegen. Aber mit wem machen wir das? Mach das mal Nick. Er ist unser bester Wallbreaker mit der Kalkklinge. Zumindest wenn die Kalkklinge ein paar Mal prockt. Genau so meine ich das.
Kavalanz, das kann ganz schön hart sein. Hält ordentlich was aus und macht richtig viel Schaden. Ist nur leider langsam wie... weiß ich nicht, das ist sehr langsam einfach. So, Pflanzenattacken haben wir auch keine bei uns im Team, ne? Dann muss Petri ranhalten. Weil der ist unser... Der ist derjenige, der uns am ersten einen One-Hit erzielen kann. Mit einer schönen Akrobatik. Ja, das hat aber für den One-Hit hier nicht gereicht, leider. Dafür hätte es bei ihm fast gereicht. Ja, jetzt ist die Frage, reicht das noch mit halbem Angriff? Probieren wir es einfach. Ja, gerade nicht mehr. Schade eigentlich. Hätte gehofft, dass es noch reicht. So, wer will gratis EP haben? Kriegt sie der Renekton, der kriegt einen schönen Hochmut-Boost davon. Kleine Dampfwalze gefällig. Dann wollen wir doch mal schauen. Ich brauche einen Beleber für unseren Petri. Super Tränke haben wir ja auch noch ein paar. Für Nick gibt es auch noch einen. So, das waren unsere letzten Super Tränke. Keine tollen Aussichten dafür, dass wir jetzt gleich zur Siegestraße gehen. Vielleicht sollte ich nochmal zurückgehen und einkaufen. Aber erstmal wollen wir durch die Ordenskontrollen durch. Die Ordenskontrolle ist hier wirklich schön gemacht, weil... Wenn man so ein bisschen auf die Musik hier achtet... Gut, hier ist jetzt keine, aber die baut sich jetzt langsam auf. So, jetzt haben wir die Trommeln im Hintergrund. So, hier brauchen wir den Grundorden. Den haben wir natürlich auch. So, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Trommeln im Hintergrund. Ich finde es einfach schön, wie sich die Musik hier aufbaut. So, jetzt haben wir leichte Hintergrundmusik. Hier geht's nur mit dem Voltorden weiter. Ein Tor ist eine Verbindung zwischen zwei Räumen. Dahinter verbirgt sich eine ganz andere Welt. Durchstreitet man ein solches Tor, fühlt es sich so an, als würde man in ein anderes Universum hinübergleiten. Und zur gleichen Zeit erinnert man sich auch an den Arenaleiter, der einen den entsprechenden Orden überreicht hat. Ohne einen Seismo-Orden ist hier an dieser Stelle jedoch eine Station. Den haben wir allerdings. Und die Musik baut sich langsam weiter auf. Hier geht's mit dem Chat-Orden weiter. Den wir von Geraldine erhalten haben. Juhu, fliegen. Muss aber ein richtig starker Aufwind sein, dass man da einfach so fliegen kann. Der Eiszapforden von Sandro. Den haben wir von den hat Koto sich geschnappt noch. Legendenorden weiter, den ich ja in meinem letzten Part errungen habe. So.
jetzt ist die Musik komplett. Denn jetzt sind wir auf der Siegestraße. Und mal schauen, ob wir genug Schutz dabei haben, um da durchzukommen. 15 Superschutz. Mal schauen, ob das reicht. Da surfen wir doch nochmal schnell rüber, weil da gibt es höchstwahrscheinlich ein tolles Item. Ein Top-Beleber. Lass mich meine Fähigkeiten prüfen, bevor ich zur Pokémon-Liga gehe. So, eine Ass-Trainerin, Okka. Sie hat ein Elfhuhn. Was habe ich gerade vorne? Ach, immer noch die Eistüte, das passt ja. Dann nehmen wir doch mal den Eisstrahl. Der macht erstmal einen Rückenwind. Dann wird der Strolch sowieso immer zuerst dran. Zusätzlich dazu, dass der eine verdammt hohe Initiative hat. So, ein Zebritz. Da würde ich doch gerne den Renekton ranlassen. Und zwar mit einer Schaufler. Schade, dass er immer noch kein Erdbeben kann. Auf jeden Fall ist er jetzt Level 43. Ja, es gibt immer jemanden, der besser ist als man selbst. Das stimmt allerdings. Lass mal die beiden nach vorne da, die noch Level 41 sind. Diesen Abhang kann man runterrutschen. Schau gut zu, ich zeige dir, wie es geht. Jetzt bist du an der Reihe. Ohne mich, das ist mir viel zu gefährlich, da muss ich leider passen. Die Abhänge an der Siegestraße kann man herunterrutschen. Sei keine Angst, also versuch es, es macht Spaß. Und wieder Spaß macht. So, allerdings, ja gut, hier gab es nichts. Und dabei fällt mir gerade ein, den sollte ich vielleicht anmachen. Und hier kriegen wir einen Sonderbonbon. Schön. Nein, ich gehe jetzt nicht auf dieses tolle Item-Dingens da. So, was haben wir denn hier? Einen Hyperball. Der Schutz wirkt nicht mehr. Hier war, glaube ich, eh nichts. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich eher erstmal noch einen Superschutz reinhauen. Falscher Knopf. Hier wollte ich hin. Ein Ass-Trainer wie ich hat seinen Stolz. Ich werde ihn nicht verlieren. Trainer Elert. Ja, ein Bisbark. Ich mag keine Bisbarks als Gegner, die machen viel zu viel Schaden. Keine Zahlung. Bringt mich zum Glück nicht um, weil ich vorher kein Pokémon gekillt habe.
heute hättest du auch gerne am Anfang machen dürfen, Elespin. Oh, hier ist auf jeden Fall Level 42. Ein Therapendra. Ja, da möchte ich auf Petri wechseln. Weil Petri, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie sogar noch schneller ist als ein Therapendra. Das ist die Evolutionsstufe von einem Toxicate. Ein richtig cooles Pokémon. Vor allem mit seiner versteckten Fähigkeit Temposchub. So, jetzt kommt Petri mal wieder nach vorne, der braucht es ja schließlich. So, das ist der Typ, der nicht runterrutschen wollte. Trainer. Sieht zumindest stark danach aus. Erst verlaufe ich mich hier und jetzt läuft mir ein Trainer über den Weg. Wenn das mal kein Kampf wert ist. Schwarzgurt Evan mit einem Irokex. Irokex ist auch ein cooles Pokémon. Die meisten Gen 5 Pokémon sind in irgendeiner Art und Weise richtig cool. Und dann noch ein Meistergriff. Na gut, das lasse ich jetzt auch noch Petri machen. Der kommt gegen einen Meistergriff am ehesten klar. Machen. Kriegt er jetzt halt einen richtigen EP-Schub. Ist ja auch egal, darf er ruhig mal haben, der kleine Petri, wobei er jetzt gar nicht mehr so klein ist. Level 43. Der Angriff steigt immer weiter. Wieder nach vorne schicken. Ich schicke mal den guten Nick mal wieder nach vorne. Der braucht auch wieder gut EP. Ein Arzt. Ich bin ein Doktor. Wenn man mir Pokémon bringt, die ärztliche Hilfe benötigen, nehme ich mich ihrer natürlich gern an. Nun zeig mir doch erstmal dein Team. Liebend gerne. Du kriegst gleich mein Lieblings-Pokémon vor die Nase gesetzt. Ein Hypnomorba. Ja, dann mache ich doch erstmal einen Vielender. Der ist ja gegen Psycho-Pokémon sehr effektiv. Damit kriegt Nick auch Level 43. Ein Matrifol kommt in den Kampf. Jo, lass mal die Eistüte machen. Die braucht auch noch EP. Das Matrifol ist schneller. Na gut, hätte ich wissen müssen. Ist schließlich ein relativ schnelles Pokémon. Deine Stärke ist unermesslich, ich bin beeindruckt. Ich werde dein Pokémon-Team für dich heilen, egal ob es kein gesund ist oder nicht. Mein Ziel ist es, der beste Doktor der Welt zu werden, aber zunächst möchte ich der beste Trainer der Welt werden. Ja, und an genau dieser Stelle lasse ich den guten Koto jetzt wieder raus, denn hier in dem Arzt hat er, glaube ich, einen kleinen Anhaltspunkt, dass er zumindest weiß, wo er seine Pokémon jetzt heilen kann. Also, ich verabschiede mich jetzt und wir sehen uns in der übernächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut!